Gut. Alter. Da sag ich jetzt mal nichts zu. Okay. So, Hangartore öffnen. Und das Logbuch geben. Hier hast du das Logbuch. Ach, ein Hobler. Hast du aber schnell gemerkt, ne? Kann ich die Tore auch alleine öffnen? Sicherlich. Ja. So, dann bereite ich schon mal alles vor. Nein, weißt du nicht. So, ciao. So. Ich hab schon versucht. So, das Tor wird geöffnet. Geh schon mal ins Flugzeug, Bub. Ich glaube auch, wir haben alles gemacht. So, ins Flugzeug steigen. Und Zwischensequenz. Ich komme. Zack. Alle, wusstest du das nur? Wie es zu berechnen war. Berechenbar wie eine Matheformel. Ja. Ich hoffe, man hört nicht, was ich gerade mache. Doch. Dann finde ich damit ab. Nervous? No. You? A little bit. Just enough to keep me focused, you know? That's good. Yeah. You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Mein Arsch tut weh, ich muss mich mal eine Weile hinstellen während der Kapitän. You should write her a letter. What? Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda. So I decided to write her a letter. And it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance. You know? I'm just saying that writing a letter really helped. You know? I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to, you know, anyways, look, I'm just saying it was a good thing, that's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah, I mean, it was just an idea, it's just, anyway, congrats on the baby, I'm really happy for you. Thank you. Yeah. Bitte! Nein. Nein, ich stehe gerade. Okay, remember. Spread your arms and legs to fall slow and maneuver yourself. Das kennt man alles aus PUBG. Du musst das nicht lernen. Vielleicht wird er ja auch gebannt. Aber die Stufe 2 Weste durften da behalten. Okay. Wir bleiben einfach im Flugzeug, ne? Ja, will ich auch sagen. Gut. Okay. Wir gehen Gafka, ne? Ne, Gatzka. Ne, wie heißt das? Gatka, Junge. Gatka. Ein Tag gebannt und schon kennt er die Namen nicht mehr. Es ist halt echt 1:1. Ja. Was willst du auch erwarten bei einem Fallschirmsprung? Das war jedem Spiel gleich. Achso, da müsste ich ja eigentlich auch jetzt meinen Audio-Chat nutzen. Ausländer raus! Okay. Gut. Das hättest du im Flugzeug machen müssen. Ja, stimmt. Oh. Oh mein Gott, okay. Wo bist du? Das passiert mir beim PUBG eher nicht. Oh, du bist da unten schon, scheiße! Ja, ich hab... Mit 236 km/h bin ich geflogen. Komm.
Oh, das ist schwul. Alter. Das ist ziemlich schwul. Willst du hier etwa irgendwelche Sexualitäten, Herr Wesson? Ich will ihr Gender zoomen. Wo ist eigentlich die Tasche, die der unbedingt mitnehmen wollte? Da hast du allerdings recht. Das ist wie eine Zwischensequenz, wo ich nur mich bewegen muss ein bisschen. So, da können wir doch schön landen. Aber die Insel sieht knorke aus. Das ist halt die Far Cry 4 Insel. Gut. Hätte ich gewusst, dass ich nur in den Bereich kommen muss, dann hätte ich nicht manchmal langsamer und schneller gemacht. Amener Zickzack. That was the last time I listened to your fucking ideas. Take it easy. You're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. No, you didn't. Let's get going. Oh, shit. Nice. Okay. Warum wieder oben und unten? Ich weiß es nicht. Harvey still got the diamond? I do. Aber wenn wir jetzt endlich anfangen dürfen, Leute abzuballern, erfreut mich das doch. Das ist richtig. Und, boah, ich kann so gar nicht die Dialoge lesen, wenn das oben und unten ist. Ja, das ist voll abgefuckt. Noch nie versucht, einen Mensch hochzuziehen. Ich frag mich, wie schwer das ist. Boah, bestimmt schwer. Bestimmt 80 Kilo schwer. Aber anscheinend scheint es ja nicht so schwer zu sein. Okay, wir müssen jetzt flankieren. Spanisch lernen. Okay. Glaubst du kannst die beiden wegballern und ich nehme den hinteren? Ich habe ja ein Schnellschussgewehr. Ja, ich denke, das deswegen. Geht. Okay. Und go! Ich habe mich getroffen. Oh, da kommen noch mehr. Aber wir haben ja jahrelange Shooter-Erfahrung, von daher ist es nicht schlimm. Das ist jetzt wie PUBG halt. Nur, dass die hier irgendwie Kopfschüsse überleben. Oh, der slidet. Scheint irgendwie geklappt zu haben. Fand ich gut. Ach, ich wollte die looten gerade. Scheiße. Okay, wir müssen hier hoch, denke ich mal. Oh, das passt schon. Okay, aber so schießen wird mir, glaube ich, links und rechts trotzdem besser gefallen. Naja. Oh, oh. Oh! Da muss man sich als Bösewicht doch mal fragen, was für Leute man einstellt, wenn man so einen Schuss failt. Und einfach weiter drauf schießt. Okay, was machst du? Okay, was mach ich? So, hoch. Ui! Wo ist er? Da oben, in dem kleinen Häuschen. Ah, ein bisschen näher. Oh. Oh! Na, von hier geben die einem, glaube ich, nicht die Möglichkeit, den abzuballern. Ja, dann lass mich doch!
Ist auch schön, wie der sich nicht neu positioniert. Einfach da bleiben. Positioniert? Positioniert. Ui. Das hättest du auch bei mir sehen können, dass das nicht klappt. Ja, natürlich. Shit. Okay. Leo, check out that sniper. Nice. Oh, darfst du die benutzen? Nice. Oh shit. Ja, du musst mich. Alter. Abdecken. Das ist ja. Okay. Oh. Quickscope. 360. 360. okay. Zeig dich. Finde ich gut, dass wir auch so wenig Leute umgebracht haben insgesamt. Oh. Oh, nein. Ui. Das sind ja auch alles okay. Cabrones, da kann man ja töten. Ich muss sagen, ich achte jetzt gar nicht mehr auf deinen Bildschirm. Ja, ich auch fast nicht. Ah, der ist tot. Also ich... Ey! Ich guck nicht darauf, welche Gegner du so gerade im Visier hast. Okay. Was hätten wir? Auf mich zu schießen! komm hier mal hier dir hoch. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe direkt den richtigen Weg gefunden. Mhm. Oh. Ah. Komm on, Leo. Help me lift this door. Schön, wie leise der das sagt. Etzala, komm doch mal. Danke. Bitte. Sehr nett von dir. Okay. Oh Mann, das. Ich hab automatisch runter zu dir geguckt, Mann. Was ist das? Verstehe ich gar nicht. Oh, ich wollte noch weiter springen. Und runter das, da. Das Schießen funktioniert zumindest gut. Ja, außer dass die manchmal einen Headshot überleben. Ja, gut. Es ist nicht Mexiko, das ist Far Cry. Vincent, help me out. I need Far Cry ist ein eigenes Land, oder? Ja. Okay. Und es heißt Mexiko. Wait, wait. Damit es klar ist. Oh, das sind ein paar. Das schaffen wir ja. Gehst du rechts rum? Nee. Okay. Mhm. Ich fand es meine Taktik gut, ne, dass ich so leise vorgegangen bin. Ja. Vor allem, dass du mir auch gesagt hast, dass du jetzt losballerst. Ja. Hast du ja gehört. Ja. Leider. So, ich muss hier hochgehen. Gerade keinen Feuerschutz geben. Okay. Du musst mir aber irgendwie geben. Ich geb dir. Das bist du. Danke. Oh. Ich hätte niemals in deine Richtung geschossen. Natürlich nicht. Okay, der ist auch tot. Sehr gut. Over here, Vincent. The gate is open.
Das läuft doch wunderbar. Wie bei Diarö. Oh. Komm auf das Dach. Ich komme mir so frei vor. Arbeit macht ja auch frei. Gut. Und du willst, dass ich das auf YouNow gewandt ist. Es hat auch ja jemand Schutz geschafft, von 9 Live dafür gebannt zu werden. 9 Live? Kennst du nicht 9 Live? Fernsehsender. Ja, genau. Wie kann man denn gebannt werden? Ja, die hat ihren Job verloren, weil die gesagt hat, Arbeit macht frei und die wusste nicht, was das bedeutet. Scheiße. Oh. Auto schieben. Was bringt das? Dann schieben wir ein Auto, ist doch logisch. Cool, super. Alright. Wunderbar. Brute Force, always a winner. So. Komisch, dass auch nicht die Handbremse angezogen war. Warte mal, ist das diese Villa von diesem Cameron? Waffe wechseln. Alter. Was gibt's denn da? Ja, dann testen wir mal eine andere. Dann nehme ich mal die M16. Ich will aber nicht die Schrot probieren. Ich bleib bei der MP5. Okay. Das ist aber schön, dass sie hier noch sowas eingebaut haben. Dafür, dass man nicht von den Gegnern die Waffen aufheben kann. Okay, 3, 2, 1, los! Ja, auf was schießt du? Auf die Flaschen. Sehr gut. Oh, die hat sogar 3er Schuss, okay. Okay. Huch. Okay. Bist du bereit? Nein. Ich will sterben. Warum kommst du auch da hin? Ich weiß es nicht. Du hättest da hinten bleiben müssen. Lass mir kurz ein Stück Kuchen essen. Nee. Ich bekomme Damage. Ich bin tot. Ey! Ich bin in der Wand hängen geblieben. Ich werf jetzt ein Fass. Bist du bereit, ja? Ja, für was? Werf in. Mach. 3, 2, 1. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich schon. Nämlich immer einen Taschenrechner dabei. Oh, keine Leichen. Ja, bitte. Beklage dich nicht, mein Sohn. Despacito. Oh, wir sind in seiner Villa. Ich glaube, dann ist das Spiel fast vorbei. Schätze ich. Schätze das. Alter, er hat halt schon echt eine nette Villa. Also die andere Waffe hat mir besser gefallen. Ich weiß den Namen schon gar nicht mehr. Die M14. M14, genau. Jetzt nachladen. Kann der mal da oben sterben? Wieso haben wir eigentlich kein LMG, so wie Terminator, könnten wir dann hier durch. Aber mit 2. Pro Person. Oh, bist du richtig? Komme. Gute. Flamingos, hallo. Ach, ich liebe diese Flamingos. Hast du eins? Ja. 3, 2,
1, los! Also in der Villa zu Hause. Ah, okay. Alter, dieses Haus ist so geil. Oh mein Gott. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Scarface. Schon, ne? Die Explosion von dem Granatwerfer sind nicht gerade groß. Okay. Wieso nimmt der nicht einen Granat? Einen Raketenwerfer. Wieso zerstört er sein eigenes Haus? Ich weiß es nicht. Shit. Ah! Oh mein Gott! Ich komm mal näher nach vorne. Oh fuck! Aki, aki! Muchacho! Donde está en... Oh fuck! Ambition! Oh, oh shit, ich bin fast tot! Oh mein Gott! Ich komme. Ich wusste nicht, dass der da direkt ist.